Riss im Boden ist zu groß. Da können wir aber weder den Mond drüberlegen, noch können wir mit dem Mond die Leiter irgendwie ranziehen. Noch können wir hier im Moment irgendwas machen, außer uns sagen zu lassen, dass wir da nicht rüberspringen können oder wieder rausgehen. Also hier geht nichts. Bliebe hier die Möglichkeit. Geht hier noch was? Müssen wir hier den Mond einsetzen? Nein. Hier ist noch das Ding, aber hier müssen wir ja auch nur die Sachen vom Boden aufheben. Also von der Oberfläche einsammeln. Das geht ja damit auch nicht. Wenn wir noch einen zurückgehen, sind wir wieder in der Garage. Was ist das hier? Ist das... Das ist die Tankstelle. Okay. Ich habe keine Ahnung. Nicht die geringste. Irgendwo muss es irgendwas geben, was ich bislang noch nicht angeklickt habe, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass ich es anklicken kann. Also eine andere Möglichkeit gibt es eigentlich nicht. Hier war der Mond, die scheiß Tasche. Ich wusste, ich habe das Feld irgendwo gesehen. Holy shit. So, Militärbasis. Hier reinleuchten. Das Symbol mitnehmen. Hier hingehen. Das Symbol einsetzen. Stemmeisen. Das Stemmeisen brauche ich jetzt wofür? Kann ich damit hier irgendwas machen? Damit die Tür aufbrechen? Wahrscheinlich nicht. Können wir damit vielleicht einfach, also es ist zwar jetzt nicht unbedingt was Seilähnliches, aber können wir damit... Nein, mit dem Stemmeisen kriegen wir niemals das... Nein, das ist ganz klar. Niemals kriegen wir das daraus. Aber vielleicht den Kram aus der Wand. Ein ganz spezielles Werkzeug, natürlich. Und dahinter verbirgt sich eine alte Pizza. Naja, knapp daneben. Eine Münze gefunden. Und wir haben das Brecheisen behalten. Crazy shit. Hier fehlt ein Teil. Okay, das wäre klar. So, was machen wir jetzt mit der Münze? In welchen schäbigen Automaten schmeißen wir die? Was machen wir noch mit der Brechstange? Mit der Brechstange hier irgendwas machen, die Leiter rüberziehen oder so? Nicht. Sparalien? Was zur Hölle ist Sparalien für ein Wort? Mit der Brechstange kriegen wir total das Ding weg. Mit der Brechstange kriegen wir nicht das scheiß Brett weg? Willst du mich trollen? Alter. Spar-Alien. Nicht Sparalien, Spar-Alien. Die Münze in die Spardose. Dankeschön. Ich habe echt gar kein Gehirn mehr. Sparalien. Großartig. So, wir haben den Saturn gefunden. Fantastisch. Mauer im Knast? Ist die nicht schon kaputt? Die haben wir schon kaputt gemacht, Mauer im Knast. Und den Abfluss können wir auf gar keinen Fall damit anheben. So, das Problem ist... So weit, so gut.
Aber wo kriegen wir das zweite Symbol her? Dass wir die Taschenlampe auch einfach da liegen lassen. Warum? Brechstange zur Tanke? Und damit brechen wir dann was auf? Oh, wait. Es sitzt ganz lose. Es braucht nur ein ganz bisschen. Und dann brauchen wir die Brechstange? Das Geräusch ist jetzt schon fantastisch. Nein, okay. Oh Gott, was für ein Kack-Minispiel. Ernsthaft, warum? Nein, fuck. Wow. Ich finde es schön, wie manche Leute hier einfach einen Delay sondergleichen haben. Ich bin schon längst in dem Minispiel. Jetzt Scheibe an der Zapfsäule? Großartig. War das clever? Ja, aber wie... Ach Mist, ich hatte da... Ah, okay. Ich wusste nicht, dass... okay. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das Ding abbiegt. Mein Fehler. Das war nicht gut, oder? Oh Gott, das ist einfach so ein sinnloses Konzentrationsding, was nachts um 3 einfach keinen Spaß macht. Und macht mich fertig. So. Das schaffen wir niemals. RIP. Ach Gott. Circa 8 Jahre später. Och, komm schon. Wenn man den Knopf drückt, bekommt man so ein Zucken im Auge. Echt? Ich will gar nicht erklären. Könnte das an diesem fantastischen Sound liegen? Ich glaube nicht. Klingt doch nur wie ein Roboter mit Blähung. Hätte ich da schon hingehen sollen? Ich glaube, wir sind safe. Wir sind das erste Mal an einer Stelle durch. Verrückt. Und runter. Oh Gott, das ist alles so unendlich langsam. Und hoch.
und geradeaus. So, das Ding wandert nur hier rum, ja? Das Ding wandert hier rum, das Ding wandert da rum. Okay, also nicht jetzt runtergehen, das wäre blöd. Jetzt ist okay. Wenn ich jetzt nicht was ganz Blödes mache, haben wir es. Wow, das hat gar nicht lange gedauert. Und war überhaupt nicht nervig. Sondern hat total Spaß gemacht. Mehr davon. Bitte. Alternativ das Minispiel mit den roten und den blauen Plättchen nochmal. Das war auch ganz toll. Wir brauchen eine Diskette. Okay. Da brauchen wir zwei Schlüssel. Ich glaube, dass die TV-Fernbedienung die beste Erfindung der Menschheit ist. Obwohl mir sicher nicht jeder zustimmen würde. Ja, ich zum Beispiel nicht. Weißt du? Weißt du? In der scheiß Knastzelle liegt ein Blatt Papier, das wir nicht einstecken können. Weil dann... Ja, weißt du, wenn wir jetzt jedes Papier einstecken, dann ist ja unsere Tasche sofort voll. Aber diese riesige Krankentrage können wir uns problemlos anal einführen und sprinten dann noch wie eine junge Gazelle durch die ganze Militärbasis und freuen uns, dass wir so viel Platz in uns haben. Alter. Und wofür brauche ich diese Trage überhaupt? Niemand weiß das. Was mache ich mit der Trage? Kann ich da den Meteoriten drauf rumtragen? Schaut der Griff noch raus. Ganz fantastische Grind-Tricks mitmachen. Okay, wir haben eine Trage. Können wir... Nein. Da brauchen wir einfach den Scheißbehälter für. Das ist irgendwie klar. Mal die Überschrift von den Dingern anzeigen lassen. Es ist so toll. Es ist so toll. Trage spielt eine tragende Rolle. Ich wüsste aber ganz ehrlich nicht, was ich wohin tragen will. Hier geht auch gar nichts mehr, ne? Nachdem wir jetzt das Alien aufgemobbt haben. Doch, hier hinten müssen wir natürlich noch hin, aber da brauchen wir die zwei Schlüssel für. Hier noch was? Was brauchten wir hier noch? Ach, hier fehlt noch das Teil für die Pizza. Ja, ja, okay. Lief der Rechner da vorher schon? Ja, können wir aber nichts mitmachen, okay. In der Knastzelle geht auch nichts mit der Trage, ne? Nur so pro forma. Natürlich nicht. Ich hätte gedacht, ich würde nicht mehr streamen, wenn ich vom Kino heimkomme. Ich habe gehofft, ich würde nicht mehr streamen, weil ich hoffte, dass dieses Spiel kein Bonuskapitel hatte. Aber... Was soll ich sagen?
erinnert mich an ein Wimmelbildspiel, wo man sich einen Buchstaben einsteckt. So ein 2 Meter Leuchtreklame-Buchstaben. Ja, ist nicht. Wir können mit der Trage jetzt total hier rüber. Komm, wir legen die einfach hier rüber. Mal im Ernst, diese Trage ist maximal. So eine Trage ist wie lang? 2 Meter? 2 Meter. Circa. Würde ich schätzen. So. Die liegt hier locker zur Hälfte auf. Also maximal die Hälfte davon geht über diesen Fluss rüber. Das heißt, dieser verkackte grüne Schmockfluss ist 1 Meter breit. Und der beschissene Kommissar, der ja wohl kein fettleibiger, donutfressender Mistbastard ist, kann nicht 1 Meter weit springen mit Anlauf? Hat er keine Beine? Walzt er so auf kleinen Stumpen durch die Gegend? Oder was ist hier der Deal? Alter. Alter. Kack in den Traktor. Da musst du nicht mal springen. Kannst du einfach rüberfallen. Ey. Ich habe ja im Hauptspiel für dieses, also im Hauptkapitel für dieses Spiel echt noch ein paar gute Worte über gehabt, aber der Punkt ist, also der Zug ist gerade abgefahren. Ganz ehrlich. Fuck this. So, wo war jetzt die scheiß Pizza? War die hier? Ja. So, spielen wir eine Runde Mastermind. Dreh die Scheiben, sodass alle Farben, ja, ja. Ach, das stimmt schon. Ach so, so drehe ich die Scheiben, okay. Oh, okay. I'm in B. Ja, aber weiß und weiß geht ja schon mal nicht. Aber das kann nicht stimmen. Jetzt passt das halt alles nicht mit den Nachbarn. Okay. Wenn wir das so drehen. Eigentlich gibt es hier nur 6 Möglichkeiten. Das ist ja ganz stumpf Trial and Error. Ich könnte mir das jetzt in Ruhe angucken und es nicht alles stumpf durchprobieren. Ja, das passt auch schon mal nicht. Das ist es auch nicht. Das könnte passen. Oder auch nicht. Nö. Nö. Da sind wir doch bald einmal rum. Okay, das könnte noch gehen. Ah, das sieht gut aus. So.